Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. In der letzten Folge haben wir Aeris bis nach Hause begleitet. Auf dem Weg sind wir sehr skurrilen Orten begegnet, auf denen einfach nichts war. Und noch einem Ort, der abgeschlossen war mit einer goldenen Materia innen drin. Das war schon ein bisschen suspekt. Ich hoffe, dass wir sowieso nochmal dahin kommen, weil in der Kirche war ja auch nochmal ein goldene Materia. Wir müssen also zwangsweise irgendwann mal zurückkommen. Naja, und dann sind wir endlich in Sektor 5 in der Stadt angekommen. Und hier werden wir ein bisschen es ruhiger angehen lassen in der heutigen Folge. Viel Spaß. Ich glaube ja, weniger. Gefälschte Nachrichten. Slums Sektor 5 Zentrum. Was ist da los? Hey! Seit dem Stromausfall. Nach Angaben. Ich befinde mich diese Leute nun im Inneren von Makoreaktor 5. Die stecken doch bestimmt mit Wutheil unter einer Decke. Steigt und immer das, wo nach so langer Zeit endlich das wieder Frieden wohl eingekehrt war. Wollen diese Kriminellen etwa die einen neuen Krieg anzetteln? Worden zu sein. Hat man wohl ein Kopfgeld bekommen, wenn man die Verbrecher fasst? Sie sind die Leiterin von Kinras Rüstungsabteilung, richtig? Nun mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Um eine Stellungnahme bitten sind wir sicher, oder? Die haben es nur auf die Reaktoren abgesehen. Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz berichten, uns passiert hier nichts. Wie die derzeitige Lage in Makoreaktor 5 ist? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makoreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makoreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche. Und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Was wollen Sie damit sagen? Nichts, ich... Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt! Gehen wir, Cloud. Aber wie sie mit ihrem Handy einfach die Kamera des Kameramanns einfach verändern konnte, ist klar. Unglaublich, diese Avalanche-Spinner. Wie sollen wir bitte überleben, wenn der Makoreaktor ausfällt? Wir müssen uns zur Wehr. Ah, Aeris, hab gerade an dich gedacht. Ziemlich was los, hm? Ja, weil die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid, ist gerade etwas schlecht. Hm. Komm, bring mich zu deiner Mama. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Aeris! Hm? Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hä? Huh? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Wer ist der denn? Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Hey, Mugi. Ich muss los. Ihr könntet Brüder sein. Wenn du das sagst. Oh, Aeris! Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns den Reaktor angesehen. Ach übrigens, Aeris, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Oh, warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Weißt du, Cloud, im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Wo bist du gewesen, Aeris? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Klar, durch die ganzen Monster. Hallo, Aeris. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Professor. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. Würd ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos.
Ja, mein Schwert ist gefährlich. Das ist ich bin harmlos. Der Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Oh, das hier ist der Helmchenhof. Weil ich Bücher lesen will. Willkommen zurück. Hallo, ich habe Aris mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gern um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Hier ist ganz schön viel Grün. Aber es liegt an der Sonne. Stimmt. Komm ruhig vorbei, wenn du Medizin brauchst. Ich mische dir was zusammen. Da Midgar ja ein Stück eingestürzt ist, über im Sektor 5, kommt jetzt hier die Sonne hin. Und durch die Sonne blüht es hier. Ah, es ergibt Sinn plötzlich. Cloud, sag mal, magst du Blumen? Sind mir eigentlich ziemlich egal. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach, die... Hast sie sicher verschenkt? Hab ich. Aha. Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Was? Ich glaube, du schwindelst. Ist auch egal. Ich lüge nie, sagt er. Ja. Ah, die Dunkelheit. Jetzt fühle ich mich wohl. Am Ende dieses Wegs liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Die Mutter. Ich habe schon ein bisschen Angst vor. Oh, wie cool. Das hier ist mein Zuhause. Passt zu dir. Wie cool ist das denn? Die hat einen Wasserfall zu Hause. Hey, hier geht's lang. Er will auch einen Wasserfall zu Hause. Dafür würde ich sogar rausgehen. Komm rein. Bin wieder da. Na endlich. Elmira. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist... Root? Das ist meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von Ihnen. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich denn überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Aris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Warte. Ach ja, der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Sie bezahlt dich mit einem Date, Mann. Das Kind hält einen ziemlich auf Trab, was? Ach, ja. Schöne Stiefel hast du da. Sagen Sie mal, sind Sie... Ach, nichts. Ja, ich bin Soldat, Ex-Soldat. Hey. Was haben wir hier? Irgendwelche Zeichnungen? Ein sauberes Handtuch? Das irgendwie nicht zum Ganzen passt. Vor allem... Alles, was im Waschbecken steht, sieht aus, als wäre es
dahin platziert worden, als es das erste Mal rauskam, das Spiel. Oh Gott. Gucken wir uns nicht die Details an. Das Spiel ist schön. Dann gehen wir nach oben. Zeit für meine Bezahlung. Was hatte ich mit meinem exotischen Treffen mit Tifa? Nanu, wo hatte ich sie nochmal hingelegt? Uff. Dann schauen wir uns hier ganz gemütlich mal im Haus um. Oh, ich öffne einfach mal die Tür hier. Ah, die Sonne. Hilfe. Oh. Wie cool. Ich will auch sowas zu Hause haben. Vor allem das, da will ich zu Hause haben. Gut, es ist ein bisschen laut und mein Let's Plays würde man wahrscheinlich die ganze Zeit hören. Aber es wäre cool. Blumen. Ja, Blumen. Das zerstört irgendwie ein bisschen das Bild von der Kirche. Weil die Kirche ist halt was Besonderes gewesen, weil da halt die Blumen wachsen. Und ich dachte eigentlich die einzigen Blumen, weil der Makro-Reaktor halt die Energie der Erde absaugt. Aber es wird wahrscheinlich erst später soweit sein, wenn die Erde anfängt sich zu rächen. So, nu? Eris? Bin wieder hier. Oh. Ah? So, hier. Hä? Soll ich jetzt Blumen pflücken? Nimm. Gut, dann mal los. Ja. Blumen pflücken. Der Typ mit dem... Ich zeig dir meine Blumenbeete. Krassesten Schwert auf dem Rücken geht jetzt Blumen sammeln. Ja, was ein Spaß. Ich geh mal hier hoch, ja, hier sind was auch Blumen. Was meinst du? Welche sollen wir pflücken? Die hier. Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Hier sind ganz viele, die rupfe ich raus. Such welche aus. Wähle die Blumensorte aus, die zum Helmchenhof geliefert werden sollen. Drücke in der Nähe des Blumenfeldes Dreieck, um ein paar Blumen einer Sorte zu pflücken. Je nachdem, welche Blume du ausgewählt hast, ändert sich später die Dekoration des Helmchenhofs. Wen juckt's? Hier, ruf mal hier ein paar Blumen aus. Hier, nimm den Schmetterling mit, den können wir auch irgendwo an die Tür kleben. Ich verstehe, ich darf wahrscheinlich erst da unten auswählen. Oder kann ich auch hier entlang? Komm, holen wir da von den Viechern hier irgendwas. Das geht nicht! Was kann ich denn mitnehmen? Ich kann nicht mal laufen. Ich werde hier aggressiv, wenn ich nicht laufen kann. Hier sind doch ganz viele Blumen. Alter, ich drück Dreieck. Willst du mich verarschen? Okay. Okay, dann schleichen wir halt wieder runter. Ich werde aggressiv, weil ich nicht laufen kann. Es ist immer so, wenn ich in Spielen nicht laufen kann, ich werde aggressiv. Also wirklich aggressiv. Je länger ich gehen muss, umso aggressiver werde ich. Ich bin halt jemand, der gerne schnell läuft. So. Ach, jetzt kann ich plötzlich... Oh, nee, doch nicht. Hier rupfen wir hier ein paar Blümchen raus. Zack. So eine habe ich dir gegeben. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. Ja, könnte auch daran liegen, dass das die ersten sind, die ich gesehen habe. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Ja, nehmen wir was die hier meinst mit. Du? Welche nehmen wir? Gute Wahl. Diese Blume steht für ein reines Herz. Die findet man nur äußerst selten. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Na komm, wir wollen ja auch ein bisschen Variation haben, ne? Wie? Das sind die einzigen beiden Sorten, die wir haben können? Okay. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen. Okay. Ich kann ein bisschen laufen. Ja. Die Aggressionen gehen zurück.
Trag die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Doch, es gibt immer Grund zur Eile. Total bescheuert aus. Ja? Das stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Wieso gibt's hier keinen Fotomodus? Gibt's hier einen Fotomodus? Na, schade. Hätte ich gerne ein Bild von gemacht. Aber du siehst richtig bescheuert aus. Der Mann mit den Muckis. Blumen wohl Schönes machen werden? Ja, keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Werden wahrscheinlich an die Wand kleben oder so. Was Kinder halt so machen mit Blumen. Gut, oder? So, ah, guck mal dein. Oh. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Ja, Auslauf. Guckt mal. Den werden wir auch später noch treffen. Okay, ab in die Stadt. Wollen wir mal ein bisschen was erleben? Vielleicht können wir die eine oder andere Quest machen. Ist das eine Truhe? Echoschirm. Was zum Teufel ist ein Echoschirm? Echoschirm. Kuriert stumm. Okay. Oh, das Spiel wird noch ganz schön anstrengend, habe ich so ein Gefühl. Ja, mal gucken, was wir so in den Slums so finden können. Oh, wir sind im Kreis gelaufen, geil. Erkunden wir mal ein bisschen die Slums. Es gab ja da eine Ecke. Hallo? Ah, wie hieß du? Moggy, Maggie oder so? Dich kenne ich doch. Wo ist Eris? Im Helmchenhof. Hä? Ja, bitteschön. Kommt schnell, mein Streich ist aufgeflogen. Kann ich dir helfen? Wie auch nie. Und dann tanzen sie da und schubsen sich gegenseitig. Ja, ihr Kinder seid schon clever, muss man schon sagen. Hier laufen wir auch zurück, oder? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ja. So, kommen wir eines Tages raus aus diesem Irrgarten? Ich weiß es nicht. Gibt's neue Nachrichten? Nö. Was? Was willst du? So weit kommt, werde ich auch kämpfen. Naja, denen ist ja schon was auf den Kopf gefallen. Ich würde mir auch Sorgen machen. Das ist ein Chocobo. Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Nein! Chocobo! Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Chocobo! Hier haben wir was mit Chocobos. Spielverderber. Wahrscheinlich kann ich jetzt wieder zum Helmchenhof, weil ich Moggy gebracht habe. Ach! Komm. Geh doch ein bisschen in die Stadt. Ist bestimmt lustig. Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Hallo, Cloud! Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Untersuchung zu elementaren Attacken. Analyse zum Schockphänomen 2. Okay. Was haben wir hier so schönes? ATB-Boost. ATB-Boost anwendbar. Ja. Ermöglicht mit L1 und R1 den Einsatz von ATB-Boost. Bei Aktivierung wird der Stand der ATB-Leiste verdoppelt. Kann nicht in kurzer Folge ausgeführt werden. Das heißt, wenn ich einen ATB-Punkt habe, habe ich plötzlich zwei. Okay. Analyse, Luft. Ja, gut. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln.
Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie dagewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Shadleys Geheimnisse haben eine neue Funktion hervorgebracht, VR-Missionen. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Ach du Scheiße. Puh, sprich mit Shadley, wenn du dich an ihnen versuchen willst. Ich glaube, dass es noch ein bisschen Sag zu früh mir Bescheid, ist. Bescheid, wenn du bereit bist. Ist es wirklich zu früh? Eventuell. Wird es der Zero trotzdem machen? Wahrscheinlich. Wird er dabei verkacken? Bestimmt. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ciao.